Denn wenn wir nicht die Gefahren der Gegenwart ernst nehmen, werden wir der Verantwortung, die aus der Vergangenheit kommt, natürlich nicht gerecht werden. Das ist doch völlig klar. Dass wir selber friedlich sind, ist eben überhaupt keine Garantie dafür, dass das andere in gleicher Weise sind. Und dass die Schlussfolgerungen des Zweiten Weltkrieges für uns gelten mögen, aber nicht für viele andere, in erster Linie für das Russische Reich unter Putin. Ich glaube, dass man an diesem Thema sehr deutlich sehen kann, worin die eigentlich bedauerlichen langfristigen Folgen der politischen Korrektheit liegen. Ich glaube, dass es eine Pest ist, die unser ganzes Land vergiftet, dass wir nicht mehr offen miteinander über die Probleme diskutieren. Dass wir uns immer... dass wir uns immer mit Redensarten abspeisen lassen, ohne kontrovers zu erörtern, was ist denn nun mit Putin los? Das kann man natürlich unterschiedlich sehen. Nicht alle von Ihnen werden meine Meinung teilen. Aber alle Themen in Deutschland, die halbwegs ernst sind, werden nicht mehr offen diskutiert. Die politische Korrektheit... ist eine Pest geworden. Und wenn man weiß, dass die freie Meinungsäußerung, nach Meinung übrigens auch des Bundesverfassungsgerichts, die Grundlage jeder Freiheit ist, weil nur dann, wenn die Dinge offen, kontrovers diskutiert werden, man halbwegs sicher sein kann, nicht welchen Irrtümern anheimzufallen. Wenn diese Sicht so bleibt, wie sie im Gegenwart ist, nämlich eingeschränkt und blind gegenüber vielen Gefahren, dann wird das Land keine gute Zukunft haben. Und das ist auch eine Schwäche natürlich der Regierung Merkel. Merkel hat viele positive Eigenschaften. Sie hat zwei Züge, die sie fast einzigartig machen. Erstens, sie ist nicht eitel. Das kann man von den wenigsten Frauen und auch nicht von allen Männern sagen. Und zweitens, sie ist nicht korrupt. Auch das gilt nicht für alle Politiker. Und das ist natürlich beides. Beides ein großes Kompliment und eine große Tugend. Aber man muss zugleich sagen, sie ist kein Führer. Sie ist kein Mensch, der diesem Lande sagt, wo es lang gehen muss, wo die Gefahren liegen und wo die Alternativen liegen. Und ich selber glaube, Sie merken, dass ich Sie schätze, dass Sie mit Ach und Krach die EU, die Euro-Krise ja auf Eis gelegt hat, wollen wir mal sagen, dass sie aber bisher völlig ratlos ist, wie man mit dem Imperialismus von Putin umgehen muss. Und daran kann sie scheitern, denn das wird in den nächsten Monaten eine sehr entscheidende Frage an die deutsche Politik sein. Wie stellt ihr euch ein gegenüber einem zunehmend imperialen, militaristischen Russland? Das ist eine Frage, die beantwortet werden muss und natürlich in erster Linie von der Kanzlerin. Also wenn ich Ihnen allen etwas ans Herz legen kann, mir selber auch, ist es, reden Sie offen über Dinge, die Sie sehen. Lassen Sie sich nicht von der politischen Korrektheit einengen. Nehmen Sie das Beispiel Putin. Für alle anderen Fragen auch. Die Energiewende war doch offenkundig eine Kurzschlussaktion ohne Sinn und Verstand. Und die Abschaffung der Wehrpflicht war es auch. Denn im Grunde genommen haben wir aufgrund des wunderbaren Herrn von Guttenberg ohne Diskussion uns der eigenen Wehrmacht entledigt, ohne zu wissen, ob das nicht eines Tages schwere Schlussfolgerungen nach sich ziehen wird. Also glauben Sie Ihren eigenen Beurteilungen mehr als dem, was Sie aus den öffentlichen Meinungen hören. Nehmen Sie Ihre eigenen Meinungen ernst, gerade wenn sie nicht der politischen Korrektheit entsprechen. Und seien Sie insgesamt, und das ist mir sehr, sehr wichtig jetzt zu sagen, seien Sie fröhliche Patrioten. Die Deutschen sind ja oft so miesepetrig, wenn sie über sich selber reden. Wir sind ein...
Wir sind, glaube ich, alle miteinander ein großartiges Land, vorbildlich für viele andere. Nur wir glauben oft, naiv wie wir sind, dass die anderen so seien wie wir. Davon kann nicht die Rede sein. Also seien Sie fröhliche Patrioten. Und deshalb möchte ich ganz schließen mit den Worten: Es lebe die Republik, es lebe Deutschland.